Am 16. Jänner 2021 passierte am Maria-Theresien-Platz, Heldenplatz und anschließend mit dem Spaziergang über die Ringstraße die bisher beeindruckendste Demonstration des Willens des österreichischen Volkes, das mit den Maßnahmen rund um die Corona-Krise nicht mehr einverstanden ist. Jung und alt, Akademiker und Arbeiter, sogar mit Hunden, aus allen Bevölkerungsschichten, aus allen Bundesländern waren sie gekommen, um zu zeigen, mit uns bitte nicht mehr so weiter. Viele Wünsche des Volkes zielen ab, unter anderem auf Öffnung des normalen täglichen Lebens, Öffnung der Schulen, damit die Kinder wieder Zugang zu Bildung haben, Öffnung der Freizeitaktivitäten, damit Sport und Kultur nicht mehr an der Ausübung gehindert werden, Öffnung des Handels, Öffnung der Gastronomie und des Tourismus, damit das soziale Leben wieder ein soziales Leben statt Isolation und Eingrenzung oder sogar Ausgrenzung wird. Aufhebung einer Maskenpflicht, Aufhebung einer Testverpflichtung oder eines sogenannten Eintrittstestens. Keine Impfpflicht. Bei all diesen Maßnahmen soll gelten, freiwillig und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Für die Freiheit! Bravo. Aufgrund des durch und durch friedlichen Verlaufes gab es für die Einsatzkräfte keinen Grund einzuschreiten. Und nun lasse ich sie einfach mit den beeindruckenden Bildern alleine, ohne Kommentare, wenn sich 40.000 bis 50.000 oder mehr Menschen über die Ringstraße in Bewegung setzen, um ihren Unmut gegenüber der Regierung auszudrücken. Thank you.
Thank you.
Nächste Woche am Sonntag wieder.